Ja, guten Morgen, Leute. Ich grüße euch heute am 18. Januar 2021 um 8.15 Uhr. Ja, um 8.15 Uhr. Wir rücken ab in Gaggenau richtig voll geladen, 24 Tonnen drauf und 11 Uhr, ja gut, eben hat er gesagt 11:50 Uhr, dann 11:51 Uhr, jetzt sagt er 11:53 Uhr, weil wir hier vorne 2 Minuten Verzug haben. Naja, auf jeden Fall vor 12 auf dem Hof, wenn es bei freier Strecke bleibt, wovon ich doch mal ausgehe. Ah, da ist er. Mein Traumwagen. Mein Traumwagen, echt. Könnte man fast so sagen. Mercedes G. Und dann noch in Olivgrün. Ist der geil. Aber es wird ein Traum bleiben, weil das, in Anbetracht der, ja, ich hätte fast gesagt, monetären Verhältnisse, zwar vielleicht mit riesiger Streckerei machbar wäre, aber unsinnig. Unsinnig und ein wirklich unnötiger Luxus, für den man auf andere Dinge verzichten müsste. Und da sage ich euch ganz ehrlich, dafür bin ich viel zu wenig mit dem PKW unterwegs, um mich da jetzt dermaßen aus dem Fenster zu lehnen. Aber man muss ja oder man sollte auch noch Träume haben, auch wenn diese sich vielleicht nie erfüllen. Ja, ihr wisst ja, ich muss erst mal in eine Spur kommen. Irgendwie ist es auch noch gar nicht richtig hell. Es hat ja auch es hat geschneit, aber wie man sehen kann, wir haben hier +3 Grad. Hier ist schon wieder alles weg. Zu Hause war es heute Nacht so, als ich aus der Garage rausfuhr, also die Landstraße bis zur Bundesstraße, also von unserem Dorfhaus, die war weiß, die war zu. Ich glaube, da war ich der Erste, der da Richtung Bundesstraße gefahren bin in der Nacht. Auf der B war allerdings alles schwarz, alles gut. Und ich bin auch super durchgekommen, einwandfreie Fahrt gehabt. Tja, jetzt haben wir schon 3:10 Minuten hier durch diese blöde E-Highway-Baustelle. Aber irgendwie lässt mich das natürlich total kalt, denn selbst wenn eine Viertelstunde drauf käme, wäre das immer noch eine super Zeit. Ja, Verpflichtungen, Termine haben wir heute keine. Außer, aber das ist ja, sieht man ja nicht als Verpflichtung an, ein schöner Gang nachher wieder draußen, wahrscheinlich im Wald, also die komplette Runde im Wald. Ja, irgendwie hatte ich mal große Lust und habe 3 kleine Privatvideos eingestellt, die ja auch, ja, so wie ich sehen konnte, eigentlich gefallen haben. Ich meine, gut, die bringen nicht die Klicks wie die LKW-Videos, aber das ist ja auch normal. Das ist ja auch gar kein Problem. Es soll sich auch nur jeder das ansehen, was ihm gefällt oder zusagt. Dabei fällt mir ein, dass da jemand, ach, da geht's schon los, dass da jemand geschrieben hat unter ein Video, ich weiß gar nicht unter welches, langweilig,
Mehr hat er allerdings nicht dazu gesagt. Da kann ich nur sagen, ja, so ist er, der Job. Manchmal langweilig, obwohl für mich geht es von meinem persönlichen Empfinden her. Ich empfinde es nicht als so langweilig, denn ja, entweder mache ich hier ein Video für euch oder ich höre halt Hörbuch und das finde ich überhaupt nicht langweilig. Das Fahren natürlich sicherlich kann durchaus sehr, sehr unspektakulär sein und auch in Anführungsstrichen ein wenig langweilig. Aber gut, man sollte da keine Langeweile in dem Sinn aufkommen lassen, sondern immer aufmerksam bei der Sache bleiben. Ich hoffe, ihr habt alle ein gutes Wochenende gehabt. Ruhig und erholsam, so wie das Wochenende bei mir. Kann man nicht anders sagen. Und es hat wirklich großen Spaß gemacht, mal wieder so familiär zusammenzukommen. Denn wer weiß, was die sich da morgen ausdenken an Verschärfungen und Auflagen. Besser wird's auf keinen Fall. Und da bin ich doch froh, dass wir das nochmal richtig genutzt haben. Denn es könnte ja sein, dass wir wieder eine Kontaktsperre in dem Sinne irgendwo haben werden. Ich bin ja auch, also ich muss sagen, bei uns im Dorf, das ist schon ein bisschen verrückt von der Entwicklung her. Wir lagen eigentlich immer so bei 19 Infizierten. Gut, dann ging es mal rauf auf 15, aber dann auch wieder runter auf unter 10. Jetzt allerdings hat die ganze Geschichte von um die 10 einen Sprung gemacht auf 25 Infizierte. Also ich sag mal von heute auf morgen eine Verdoppelung. Und ja, wir haben dann auch das wieder so gemacht. Am Freitag bin ich einkaufen gegangen, um einfach das Risiko für meine Frau zu reduzieren. Ja, und ich habe auch dann gesagt, nachdem die Tochter mit dem Enkel am Freitag da war, habe ich gesagt, Mensch, lass die ruhig noch mal Samstag kommen, denn am Montag, da arbeitet die Tochter ja wieder im Altenheim, wo sie nach wie vor Infizierte haben, und dann steigt im Grunde wieder das Risiko. Also haben wir doch das nochmal ausgenutzt. Wie gesagt, hat auch Spaß gemacht. Und ja, für den Kleinen ist das auch ein absolutes Ding gewesen. Also nicht, dass da jemand denkt, ich lasse den Kleinen da mal lochen wie nix. Es ist so, er will immer mitmachen, egal um was es geht, er will immer mitmachen, er will immer helfen. Und ja, man muss ihn da teilweise schon bremsen oder man hat das Problem, ihm klarzumachen, es gibt nun mal Dinge, da kann er nicht helfen. Dann ist er manchmal sogar richtig beleidigt oder zu Tode betrübt, also dass ihm schon die Tränen in den Augen stehen. Dazu kommt, bei mir ist das jetzt weniger, aber es ist zum Beispiel so, meine Frau, die regelt die Sachen gerne ziemlich knackig ab. Und naja, wenn man den Kleinen jetzt dabei hat, dann dauern die Dinge doch schon mal etwas länger. Mir macht das nichts. Und wir sind da schon ein ganz gutes Team. Und der Kleine lernt auch was dabei. Er lernt halt, damit die Bude warm ist, muss man den Hintern bewegen und sich mal ein bisschen ums Holz kümmern. Und wenn man Eier auf dem Tisch haben möchte, dann muss man halt mindestens hingehen und die mal wegholen von den Hühnern und die Hühner auch füttern. No. Also ich kann euch nur sagen, der ist ja noch keine 4 Jahre alt, aber der weiß, wo die Milch herkommt. Nicht aus dem Supermarkt. No.
Und das ist auch gut so. Ja, und wir haben natürlich auch wieder Boote geguckt, ist ja klar. Ich meine, so halt die paar Minuten Wartezeit, die wir noch vor dem Essen hatten, die haben wir uns dann eben damit vertrieben, dass wir uns mal wieder ein bisschen Schiffe und Boote angesehen haben. Das ist, irgendwie weiß ich auch nicht. Ich habe ihm auf der Suche halt nach Videos, die mich jetzt auch noch interessieren. Ich meine, Feuerwehrmann Sam ist jetzt nicht unbedingt so mein Ding. Das kann er sich da mal eine Viertelstunde ansehen, wenn er alleine davor sitzt. Nee, und eben in der Überlegung, was kann man zeigen, machen, tun, was also für ihn, was für mich und auch ihn ein bisschen interessant bin, bin ich halt auf diese Geschichte mit den Booten gekommen und so weiter. Und ja, das interessiert ihn doch immer und dann schauen wir uns immer Boote an. Ja, dann war ich ja gestern zweimal, das heißt am Samstag natürlich auch zweimal, aber gestern habe ich dann zweimal die Kamera mitgenommen, wo ich dann mit den Hunden unterwegs war. Also vormittags war das nicht ganz so schön, kann man ja auch sehen. Ein bisschen, ja, da hat es ein bisschen stärker noch geschneit. Nachmittags war es dann doch angenehmer zu laufen. Und man muss natürlich immer aufpassen, wenn man jetzt irgendwo herläuft, denn unter der Schneeschicht ist öfter mal auch eine Eisschicht, wie man ja eindrucksvoll sehen konnte. Ich meine, ich hatte die Kamera nicht laufen, als ich gestürzt bin, aber als ich dann da lag, habe ich sie doch einfach mal schnell eingeschaltet. Und hätte mich dann fast direkt nochmal wieder auf die Klappe gelegt. Zum Glück falle ich bis jetzt immer so, dass ich mir nicht mehr hole als ein paar blaue Flecken. Es ist aber auch wirklich so, Fallen und Fallen ist nicht das Gleiche. Es gibt halt Leute, die fallen wie ein nasser Sack. Und ja, ich kann mich oft durch eine schnelle Reaktion noch fangen. Oder wenn, dann ist das Fallen bei mir doch ein wenig, immer noch ein wenig durch die Fallschule vom Judo geprägt. Wenn man das jahrelang gemacht hat, dann steckt das irgendwo drin. Scheint irgendwie heute gar nicht richtig hell zu werden. Ich meine, temperaturtechnisch soll es ja morgen und übermorgen noch weiter bergauf gehen. Mittwoch ja sogar bis zu 10 Grad. Ihr seid am Ball. Ja, lieber einmal zu viel nachgeschaut als einmal zu wenig. Ah, ein Pelletfahrer. Ja, da ist ja ein Kollege, der auch Videos macht und der momentan einen kranken Kollegen vertritt und auch Pellets fährt. Und
Ja, der hat dann nach wie vor Sattelzug, also nicht so ein Dreiachser, wie wir den gerade gesehen haben, sondern ein Sattelzug, allerdings mit einem sehr kurzen Fass dahinter und auch mit gelenkter Achse auf dem Auflieger. Aber ich meine, es ist schon eine ganz schöne Kurbelei, denn Pellets gehen nun mal primär in Privathaushalte und da muss man schon ganz schön in enge Gassen kurven. So ähnlich wie früher, wo ich das Futter, also ich habe es ja selten auf die Bauernhöfe gebracht. Ich habe ja meistens nur vorgeholt aus Nordrhein-Westfalen, aber ab und zu musste ich auch mal auf so, zu so einem Landwirt fahren und dem Pellets liefern, also Futterpellets, was ja im Grunde da genau das Gleiche ist. Du schließt an deinem Silo, oder das war jetzt ein Kippsattel mit so einem Kastenaufbau und einer Schnecke hinten, und da schließt halt dein Schlauch an und der Schlauch eben entsprechend dann am Anschluss am Stall, und dann wird eben das Futter halt in den entsprechenden in die entsprechende Vorratskammer beim Landwirt geblasen, genauso wie man das mit den Pellets macht. Das ist also kein Unterschied. Naja, und auf den, habe ich ja schon mal erzählt, auf den Bauernhöfen rumzukurven, das war auch immer eine ganz schön enge Geschichte. Und es ist einfach so, man sieht immer zu, dass der Schlauch so kurz wie irgendwie möglich bleibt. Das war ganz lustig, in dem einen Video, da hatte der Kollege 42 Meter Schlauch. Ich sag mal so, mit jedem Meter Schlauch dauert der ganze Entladevorgang länger. Und deswegen, wie gesagt, man versucht es mit dem Auto immer möglichst dicht dran zu kommen, es möglichst optimal hinzustellen, um dann möglichst wenig Schlauch halt dran machen zu müssen. Ja, ich habe mir für diese Woche so überlegt, dass ich vielleicht so ein bisschen so die Strecke aneinander baue. Also heute mache ich jetzt, sagen wir mal, ja, keine Ahnung, so Video von einer Stunde, so bis 8:45. Dann ist ja auch die Zeit für meinen Anruf zu Hause. Und ja, morgen werde ich dann versuchen, genau an der gleichen Stelle wieder einzusetzen. Und wohl auch so ein Stündchen. Und dann machen wir so am Freitag den ganzen Rest, also Stunde 40, so in dem Dreh. Das dauert ja immer ungefähr so eine Etappe, 3 Stunden 40. Ja, ich habe Glück gehabt, heute Nacht keine dicke Schicht Schnee auf dem Aufleger, die irgendwie entfernt werden musste. Alles schon runtergetaut. Und Kollege sei Dank, sage ich mal, das Auto war getankt. Ich konnte mich also ganz in Ruhe der Reinigung von Scheiben und Spiegel widmen. Die habe ich natürlich jetzt vor der Abfahrt nochmal geputzt, damit ihr auch eine schöne, saubere Sicht habt. Und ich natürlich auch. Ja, ich bin ja mal gespannt, was morgen da so beschlossen wird. Wenn die da tagen, ob sie auch wieder die Produktion
dicht machen werden, so wie das im letzten Jahr schon mal der Fall war. Oder ja, was sie sich da so einfallen lassen. Ich meine, wenn sie den öffentlichen Nahverkehr sperren werden, dann wird sich das ganz klar natürlich auch auf die Produktion, auf die Arbeit auswirken. Normalerweise müsste es dann ja noch leerer werden auf der Straße. Aber ich sag mal so, so ist es leer genug. Ach, gerade sehe ich einen Autotransporter, der mich so langsam peu à peu überholt. Ein Volvo-Autotransporter. Und da habe ich gestern ein Video von einem Kollegen gesehen. Ja, ich kann den Kanal ruhig sagen. Andy on Tour. Ein junger Kollege, der hier genau so ein Ding fährt. Oder ja, kann sein, dass sein Autotransporter, der Motorwagen nur zweiachsig ist. Dieser ist jetzt hier dreiachsig. Aber im Grunde so ein Gerät. Und der fährt allerdings international und macht auch nur so, wie ich gesehen habe, so ein Video pro Monat. Es war jetzt auch nicht so lang, ging so über 16 Minuten, aber hatte eine gewisse Spannung, weil er sich da wirklich durch übelstes Winterwetter und übelst winterliche Straßenverhältnisse gearbeitet hat. Dabei fällt mir ein, dass jemand mich angesprochen hat im Kommentar, ob ich denn auch mal Schneechaos filmen könnte. Ich glaube, ich habe da schon was zu gesagt, aber ich kann mich da nur noch mal wiederholen. Wenn an einem Tag, wo ich die Kamera dabei habe, also Montag, Mittwoch, Freitag, sich plötzlich ein Schneechaos auftut und technisch nichts dagegen spricht, also sprich die Akkus sind leer oder sonst irgendwas, sicherlich würde ich das zeigen. Aber ich sage euch ganz ehrlich, ich habe eigentlich auch nicht um den Preis eines spannenderen Videos Bock darauf. Nein, also ich sag mal so, ich fände schon schön, wenn ich davon verschont bliebe, wenn es sich natürlich mal so ergibt. Dann habe ich auch kein Problem damit, das zu zeigen. Aber es ist auch schon mal so, das sage ich ganz ehrlich, es gibt auch schon mal Stresssituationen. Und das muss nicht nur beim LKW-Fahren sein, das kann auch beim Holzhacken sein. Da schaltet man die Kamera einfach nochmal aus, löst sein Problem. Denn man weiß nicht, wo es hinläuft, und wenn das Problem gelöst ist, schaltet man die Kamera wieder ein. Also für diejenigen, die sich mein Holzhack-Video da angeschaut haben vom Wochenende, ich habe das Beil wieder aus dem Klotz rausbekommen, habe es nicht geschafft, ihn zu spalten. Das ist ein Klotz mit Maß drin. Also ist ein riesen problematisches Teil, und das Beil hatte sich dermaßen drin verkeilt. Also ich habe eine ganze Weile gebraucht, bis ich das Beil wieder befreit hatte. Und diesen Akt, den wollte ich euch da nicht antun. Da habe ich doch mal kurz die Kamera ausgeschaltet, mein Problem gelöst und dann wieder eingesetzt, wo es ein bisschen flüssiger läuft. Ja, bekommt ihr so eine richtige Dämmerungsfahrt irgendwie? Fehlt hier noch ein bisschen Tageslicht. Aber gut.
So, jetzt kommt ja hier wieder die Abfahrt Karlsruhe Süd. Und da sind wir natürlich gedanklich schon darauf vorbereitet, dass einige Fahrzeuge auffahren werden. Und ich bin jetzt schon in der Bereitschaft rüberzuziehen, um damit ich nicht abbremsen muss und die Kollegen aber schön reinlassen kann. Hier ist ja gar nichts mehr, wenn man so schaut. Der ganze Schnee nicht mal oben auf den Hügeln. Aber ich denke mal, dass es hier auch wärmer ist als bei uns zu Hause. Bei uns zu Hause waren so -3. Gut, es wird jetzt auch heute so bei um die 0 sein oder leicht plus. Das hat mich natürlich sehr gefreut, deswegen auch wieder ein herzliches Willkommen an all die neuen Abonnenten, die jetzt in den letzten Tagen dazu gestoßen sind. Es war zwar ein bisschen lustig am Wochenende, so ich sag mal so, da war die 800, dann war wieder 799, dann war es 801, dann war es wieder 800. Aber jetzt, also mein letzter Stand von gestern Abend, wo ich dann um 18 Uhr mich Richtung Bett verabschiedet habe, war ja 803. Also glaube ich schon, dass ich von gesicherten 800 Abonnenten sprechen kann. Gefällt mir gut, die Zahl. Und ich bedanke mich natürlich bei denen, die mich dazu beglückwünscht haben. Aber wir haben ja auch, wir sind ja jetzt im Mai dann auch schon 2 Jahre. Wie gesagt, Mai, wir haben jetzt, das ist jetzt in 4 Monaten halt. Da existiert dann der Kanal 2 Jahre und videomäßig sind es ja schon weit über 500. Ich habe ja irgendwann mal die gezählt und dann ab und zu schreibe ich mir mal eine Zahl dahin, damit ich selber so ein bisschen den Überblick habe.
mag das, wenn Pkw-Fahrer sehen, dass ich blinke und dann rüberziehen. Also wirklich ein bisschen aufmerksam sind und ja, auch schnell reagieren, mitdenken und schnell reagieren. Ist leider nicht immer der Fall, aber okay. Aber wenn es die Leute machen, habe ich kein Problem damit, mich auch zu bedanken für die gute Reaktion. Ah ja, weil es mir gerade einfällt. Also ich habe da am Samstag, es war natürlich, muss ich schon zugeben, nur ein kurzes Experiment, ein kurzer Versuch. Ich habe mal so geschaut, wie das so wäre, wenn ich jetzt, sagen wir mal, so eine Armbanduhr aus der Nähe zeige, also so wie man das halt macht, wenn man Armbanduhren vorstellt oder zeigt. Also ich muss sagen, das klappt nicht gut mit dieser Weitwinkelkamera hier, mit dieser Actionkamera, weil die halt eben auf Weitwinkel ausgelegt ist und nicht auf Nahaufnahmen. Also das Problem ist, wenn der Abstand zwischen Kamera und Objekt zu gering ist, dann leidet die Schärfe darunter, was natürlich gerade bei den Armbanduhren dann nicht so schön wäre. Und wenn ich den ausreichenden Abstand einhalte, dann kommt die Uhr natürlich nur sehr klein rüber. Ich muss mal sehen, wir stehen in der Überlegung, uns, ja, ich fasse es mal weit, im Laufe des Jahres vielleicht noch eine weitere Kamera zuzulegen, die ja, die ein bisschen mehr Möglichkeiten bietet, zwar dann nicht so robust ist und vielleicht auch nicht wasserdicht ist, so wie die Actionkamera, aber dafür eben, naja, die Möglichkeit der Nahaufnahmen bietet, beziehungsweise ein Zoom, sodass man auch mal was heranzoomen kann. Da müssen wir mal sehen. Eine technische Neuerung wird es allerdings geben. Wir haben uns einfach am Wochenende dazu entschlossen, ja, im Monat 5 Euro mehr zu bezahlen und ein bisschen die Internetgeschwindigkeit aufzurüsten. Das wird natürlich sich auch sehr positiv auf die Sache mit den Videos auswirken, da ich, wenn es optimal läuft, dann ja demnächst in einem Viertel der Zeit Videos heraufladen kann. Es ist zum Beispiel so, ich sag mal so, dass jetzt, ja, ob das jetzt genau so hinhaut, weiß nicht, aber ich sag mal, so ein einstündiges Video, das kann schon mal 2 Stunden dauern, bis das heraufgeladen ist. Und das wäre dann zukünftig in einer halben Stunde geregelt. Das ist eine sehr, sehr positive Geschichte, weil ja, es dann nur noch sehr selten so spät wird, wie es schon mal geworden ist, wenn wir was heraufladen. Und ja, die ganze Sache wird halt noch aktueller. Jetzt ist es ja so, ja, seht jetzt mich hier fahren, 8 Uhr, ja, 51 mittlerweile. Und ich sag mal so, eigentlich ist das Ding heute Abend um 18 Uhr drin. Aber das wäre dann wahrscheinlich schon um 17 Uhr, könnte man sich das anschauen.
wenn das alles so klappt, wie ich mir das vorstelle. Ich bin mal gespannt. Aktiv sein wird das am Wochenende oder zum Wochenende. Und wir werden ja sehen, ob das dann viel bringt oder auch weniger. Also ich erhoffe mir da doch eine ganze Menge von. Was mir jetzt noch fehlen würde, wäre mehr Arbeitsspeicher bei meinem PC, weil halt ja, das auch immer wieder Probleme macht. Videos, das ist nun mal ein Haufen Daten und da tut er sich doch ein bisschen schwer. Ich meine, als ich mir den zugelegt habe vor 2 Jahren, da lief das ja noch nicht mit den Videos. Da war die einzige Vorgabe, ich möchte einen PC haben, der nicht mehr stockt, wenn ich da Anno spielen sollte, was ja aus Zeitgründen doch recht selten vorkommt, aber wenn eben, war es immer ärgerlich, dass mein altes Notebook es nicht mehr gepackt hat, mit den Daten von so einem aufwendigen Spiel klarzukommen. Jetzt ist es allerdings so, durch die Videomacherei bin ich da wieder an meine Grenzen gestoßen, was den Arbeitsspeicher betrifft. Ich will mich auch mal erkundigen, ob ich eventuell am bestehenden System den Arbeitsspeicher erweitern lassen kann. Denn ja, eigentlich bin ich im Großen und Ganzen noch mit dem Teil zufrieden und habe jetzt nicht vor, nach 2 Jahren mir schon wieder was Neues zu kaufen. Meine Frau würde da zwar eventuell mitspielen, wenn ich drauf bestehen würde, aber nein, das möchte ich nicht. Vor allen Dingen ist das diesmal ein bisschen insofern ungünstig. Normalerweise war es immer so, dass, ja, wenn es irgendwie gepasst hat, sie... Ja, obwohl, nein, es war nicht unbedingt so. Ihre Notebooks sind eigentlich immer Notebooks, die wir direkt für sie geholt haben. Denn ich halte die Sachen oft so lange, dass das also kein, ja, eigentlich keinen Sinn macht, dann nochmal das von mir zu übernehmen, weil man wäre einfach veraltet. Muss ich mal ein bisschen Gas geben. Irgendwie zieht sich das so lange hin. Wollen wir mal nutzen, dass wir 90 fahren können. So. Das ist ja das Schöne. Ich fahre ja primär die 85. Wie gesagt, Ausnahmen gibt es natürlich. Und dadurch habe ich halt immer diese Luft. Na, wenn dann so ein 83-Fahrer ist, auch mal kurz auf die 90 zu gehen und zügiger da vorbeizulaufen als nur mit 2 km/h Differenz. Ich meine, oft ist es ja nicht der Fall, aber ich kann euch sagen, von gestern auf heute habe ich eigentlich recht gut geschlafen und habe auch heute Morgen keine Probleme gehabt bei der Anfahrt, wie sonst öfter mal. Ich kann aber nicht sagen, woran es gelegen hat. Ich meine, diese Waldgänge, ich meine, die Spaziergänge überhaupt, aber speziell, wenn sie dann auch so längerfristig durch den Wald gehen, die haben schon was Meditatives. Da gibt es also nichts. Das ist schon irgendwie eine richtig, richtig gute Sache, sehr entspannt. Meine Frau sagt immer, das ist ihr Highlight am Tage, wenn wir eben alle zusammen rausgehen. Weil, ja... Ansonsten läuft ja nicht viel.
Mir fällt es gerade ein, ich wollte es eigentlich schon, glaube ich, am Freitag erzählt haben, als ich am Donnerstag bei mir vor der Garage war, da irgendwie die Autos umgestellt oder was, da kam jemand vorbeigelaufen. Das ist ein, ja, der ist letztes Jahr ist er in Rente gegangen. Das ist jemand, der wohnt bei uns im Dorf, ist auch bei der Freiwilligen Feuerwehr schon, ach, ich hätte fast gesagt von klein auf, und der ist TÜV-Prüfer gewesen beim TÜV Hessen. Und also was sowas immer soll, dieses frühe dieses extrem frühe Blinken, wenn er noch gar nicht vorbei ist, und dieses frühe Reinziehen, also das verstehe ich nicht. Vor allen Dingen, aber was soll ich mich da schon wieder aufregen, ey? Ja, nochmal zurück. Also, dieser gute Mann, der kam bei mir vorbei. Ich hatte den jetzt schon länger nicht mehr gesehen. Hatte es wohl, ich hatte letztes Jahr irgendwas mit TÜV, ich weiß gar nicht, bei welchen Fahrzeugen. Ach ja, ich glaube, der Känguru, das Motorrad, ist aber auch egal. Auf jeden Fall, da hatte ich schon registriert, dass er nicht mehr da ist. Also es gibt zwei Leute bei uns aus dem Dorf, die beim TÜV arbeiten. Und ich sage euch ganz ehrlich, ich fahre dann immer gerne dahin. Gut, jetzt haben wir nur noch einen. Und auch der, der noch da ist, macht also nicht mehr 5-Tage-Woche. Aber das ist schon nicht schlecht, dort jemanden zu kennen. Nicht, weil man jetzt dann den allerletzten Schrotthaufen mit TÜV versehen bekommt. Nein, das ist auch gar nicht Sinn der Sache. Es ist einfach so, dass ich, ja, wenn ich zum Beispiel ein Fahrzeug habe, wo ich nicht genau weiß, kommt der jetzt wirklich drüber oder muss ich da doch mehreres noch machen, und ja, dann ist es also so, ich fahre dann bei Zeiten dahin, und wenn, also so war es zumindest in der Vergangenheit, wenn ich die dann gebeten habe. Also das normale Prozedere ist ja, du kommst dahin, meldest dich an, gibst deinen Kfz-Schein, die machen schon das mit den Papieren fertig, und wenn du dann keine Plakette bekommst, dann musst du halt innerhalb von 2 Wochen wieder vorführen für eine ermäßigte Gebühr. Wir haben das dann zum Glück immer so gehandelt, er hat noch nichts geschrieben, hat sich das Fahrzeug angesehen und hat mir zum Beispiel gesagt, was alles passieren muss, damit der glatt über den TÜV geht. Und ich bin dann quasi ohne Plakette, unverrichteter Dinge wieder abgezogen, allerdings auch ohne Kosten, habe dann das gemacht, was bemängelt wurde, bin dann wieder hingefahren und habe dann eben meinen TÜV bekommen. Der Vorteil ist einfach der, dass ich nicht nur 2 Wochen dann Zeit hatte, um das Problem also zu beseitigen, sondern einfach 3 oder 4, so lang wie ich eben brauchte, und eine kleine Ersparnis, weil ich halt keine Gebühr für wieder erneute Vorführung habe. Ja, aber wie gesagt, dieser Vorteil schrumpft halt langsam aber sicher. Aber gut. Aber ich wollte auf was anderes hinaus. Als der jetzt da vorbeikam, ja, da man ja überhaupt keine Kontakte mehr hat irgendwie mit Leuten, also es geht ja nicht nur mir so, es geht ja meistens dem Gegenüber genauso, da nutzt man durchaus schon mal die Gelegenheit, obwohl das im Winter oft seltener ist und sich kürzer gestaltet, weil einem die Füße kalt werden, aber man nutzt schon mal die Gelegenheit und unterhält sich ein bisschen,
draußen auf Abstand in der freien Natur stehend, also da gibt es ja auch nichts gegen zu sagen. Und ja, dann gesellte sich auch noch eine dritte Person dazu, die kam da angeraten mit einem Wahnsinns Elektro-Mountainbike, also so ein Teil, dem du sofort die paar tausend Euro angesehen hast. Ich glaube, wenn ich das so die Andeutung richtig verstanden habe, war das so ein 6000 Euro Fahrrad. Also es ist so, der Bekannte, der ehemalige TÜV-Mann, der hat gesagt, also er würde dieses Geld für dieses Fahrrad oder überhaupt für ein Fahrrad nicht ausgeben. Das wäre ihm zu wenig Gegenwert fürs Geld. Da würde er sich doch lieber für 6000 Euro ein Motorrad kaufen. Da hätte man doch wesentlich mehr für seine Kohle. Dem kann ich also nur beipflichten. Und wir sprachen dann noch weiter darüber, wie sinnvoll ist es, sich ein E-Auto jetzt zuzulegen. Ich hatte euch ja erzählt, was letztens mein Händler dazu gesagt hat. Und jetzt sage ich euch mal, was dieser TÜV-Mann gesagt hat. Also ich habe ihm erzählt, was mein Händler gesagt hat, so nach dem Motto, lass mal alles schön bleiben, fahr mal weiter, dein Känguru Diesel ist das Beste, was du machen kannst. Und dem hat er also nur beigepflichtet. Und er hat einfach nochmal deutlich auf die Problematik von E-Fahrzeugen bei Unfällen hingewiesen, weil er ja jetzt auch Mitglied bei der Freiwilligen Feuerwehr ist und er hat nur gemeint, die Autos stellen einfach, das war ein Porsche, ich dachte, wäre ein Tesla. Nee, war aber ein Porsche. Ja, die stellen also ein riesen Problem dar. Die Freiwillige Feuerwehr Kirchheim, die ja ortsansässig ist am Kirchheimer Dreieck und sehr, sehr häufig Einsätze auf der Autobahn hat, was ja bei unserer Freiwilligen Feuerwehr nur sehr, sehr selten vorkommt. Also die müssten ja im Grunde schon zur Hilfe gerufen werden, wenn also die Kirchheimer jetzt, sagen wir mal, überfordert wäre aufgrund des Geschehens. Und es ist also so, dass die Kirchheimer Feuerwehr sich extra jetzt einen Container zugelegt hat. Und wenn jetzt ein E-Fahrzeug verunfallt bzw. brennt, dann können sie es in diesen Container reinstellen und diesen dann mit Sand auffüllen. Ohne diesen Container müsste die ganze Zeit über permanent eine Wache beim Fahrzeug verbleiben, weil wenn die Zellen einmal brennen, er hat mir das auch technisch ziemlich genau erklärt, wenn die Zellen einmal brennen, dann brennen sie, sind nicht, ja, jetzt habe ich ihm selber früh die Lichthupe gegeben, naja, nehmen wir mal hier den Speed raus, um mal ein bisschen fixer hier auf Abstand zu kommen. Es ist echt ein Kreuz heute. Auf jeden Fall ist es jetzt so, die fahren das Fahrzeug so rein, bedecken das komplett mit Sand. Erst dann ist es ihnen möglich, auch wieder nach Hause zu fahren. Ansonsten, wenn sie diese Anschaffung nicht getätigt hätten, müsste also bis die letzte Zelle verbrannt ist, die ganze Zeit eben eine Brandwache beim Fahrzeug stehen. Und er meinte nur, wenn man mit so einem Fahrzeug unterwegs ist und hätte da einen Unfall und würde also eingeklemmt, sodass man also durch die Feuerwehr befreit werden muss mit deren Hebel- und Schneidwerkzeugen, dann hat er nur gesagt, Prost Mahlzeit. Also das ist wohl eine ziemlich üble Geschichte.
Der Brand wohl schon immer so gut wie sicher bei Unfall und ja, und eben sehr schwierig zu löschen. Und wenn dann jemand da eingeklemmt ist, also er meinte, dass sich wohl die ja, entscheidenden Stellen gar nicht so sehr darüber im Klaren sind, was da an Problematik auf der Straße rollt und das in immer höherer Stückzahl zukünftig gesehen. Also wir haben den Gedanken an so ein Fahrzeug wieder komplett verworfen. Wie gesagt, es war so ein bisschen Interesse da, aber es ist undiskutabel. Also ich habe auch gesagt, ich werde meine beiden Kisten weiterfahren, so lange weiterfahren, bis halt, ja, bis es unrentabel wird. Wenn natürlich in 10 Jahren mal die Steuer für meinen Diesel, ich sage jetzt mal, ich greife einfach mal extrem in die Luft, 1200 Euro betragen würde im Jahr, also 100 Euro im Monat, dann müsste ich natürlich wirklich überlegen, ob ich das Ding noch weiter behalte oder ob man nicht auf ein Fahrzeug umsteigt, was also deutlich niedriger besteuert ist. Im Moment, wie gesagt, da hat mir jetzt im Grunde schon der zweite den Ratschlag gegeben, ist das Beste, was man machen kann, Füße stillhalten, nichts machen. Naja, ein bisschen heller ist es ja geworden. Ein guter Bekannter von mir, der sich mit Sicherheit also schon vor dem einen oder anderen sich so ein E-Fahrzeug leisten könnte, also der hat sich erst letztes Jahr ein Wohnmobil geleistet, so nach dem Motto, wozu soll ich mein Geld nur rumliegen haben. Er hat halt, er ist halt in der guten Position, sehr viel zu verdienen. Wie gesagt, er könnte sich durchaus so ein Fahrzeug leisten, aber er sagt ganz klar, er hat sich mit dem Gedanken angefreundet, dass er eben bis ans Ende seiner Tage Verbrenner fahren wird. Gut, ob unser Eins wirklich bis ans Ende seiner Tage Verbrenner fährt oder fahren wird, ist fraglich. Aber die nächsten Jahre werden wir da nichts verändern. Selbst wenn etwas größere Reparaturen anfallen sollten, wie zum Beispiel eine Kupplung oder so, also was ja schon mal so 600, 700 Euro kostet, wir würden das machen lassen, denn selbst wenn so eine größere Reparatur und Ausgabe auf uns zukäme, ist es immer noch billiger, als wenn wir uns ein neues Fahrzeug holen würden.
glaube, ich komme jetzt mal mit dem Video so langsam zum Ende. Und ja, werde dann zu Hause anrufen und die restliche Zeit wohl noch Hörbuch hören. Ja, ich würde sagen, wie immer, bleibt gesund und macht schön gut.